Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Affenbande-Box von Apecrime. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Affenbande von Apecrime, das Ganze aus dem Jahr 2014. So sieht das aus. Wir haben hier eine graue Box mit einem großen Affenkopf darauf. Das hier das Logo bzw. das Maskottchen von Apecrime. Apec nennt sich das Ganze. Dann haben wir hier unten Apecrime Affenbande stehen. Das Ganze ist ein grauer Pappschuber, der hier rund um die Box herumgeht. Wir haben hier unten dann noch Credits, Barcode und den YouTube-Channel der drei Herren. Ansonsten hier glatt in grau gehalten. Diesen Pappschuber kann man dann hier seitlich abmachen, beziehungsweise abziehen. Und dann haben wir hier die drei Herrschaften drauf. So sehen die aus, also die Herren hinter Apecrime. Ansonsten hier in schwarz gehalten. Hier lesen wir dann auch noch Apecrime Affenbande und auf der Rückseite wieder YouTube-Adresse plus Credits. Gut, das Ganze lässt sich dann hier aufklappen. Wir haben hier einmal ein T-Shirt mit dabei. Dann haben wir hier einen Aufnäher. Das Album an sich. Und einmal die Instrumentals. Hier unten dann so ein entsprechendes Behältnis für die CD. Also hier so mit Karton hier eingearbeitet, dass die CD hier nicht herumrutscht. Von innen alles glattschwarz. Machen wir dabei mal wieder den Schuber drüber und die Box zur Seite. Es gab dann zusätzlich noch einen Boxinhalt. Der war leider in meiner Box damals nicht drinnen, aber ich möchte ihn euch nicht vorenthalten. So hat er ausgesehen. Und zwar war das so eine braune Schablone, so eine Mal- bzw. Sprühschablone, mit der man das Logo, dieses Maskottchen von Apecrime, ja, abmalen konnte. War bei mir leider nicht dabei, aber ja, sollte auf jeden Fall erwähnt werden, dass der hier in der Box regulär noch dabei sein sollte. Okay, wir werden das Shirt mal aus der Folie holen. Hier am besten. Gut, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also auch hier exakt wie auch schon das Cover auf dem Schuber. Hier wieder der Apec und dann hier Interpreten plus Albumtitel. Das Ganze kommt in einem Standard Jewelcase, hier an der Seite in Grau. Dann lesen wir hier auch Apecrime Affenbande und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Keinerlei Features und hier wieder Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. Jawohl, hier haben wir die ganzen Tracks einzeln abgetippt. Also hier zum Mitsingen, zum Nachlesen, Wort für Wort abgedruckt. Für jeden einzelnen Track hier eine Seite. So sieht das aus. Also sehr, sehr textlastig dieses Booklet, wie ihr seht. Und zum Abschluss gibt es dann noch Track Nummer 13 und nochmal die drei Herrschaften. Auf der letzten Seite haben wir dann die gesamten Credits nochmal aufgeschlüsselt. Also wer hat was produziert, gemixt, gemastert etc. Danksagung, Management und so weiter und so weiter. Die CD ist in diesem Braunton gehalten, wie auch die Sprühschablone. Auch hier wieder der Apec und die Rückseite grau. Gut, zu diesem Album haben wir dann Instrumentals dabei. Die kommen in einem Digisleeve, in einer Papphülle, Cover ident, wie auch schon von der regulären CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals hier. Dann haben wir hier auf der Rückseite auch wieder die 13 Tracks aufgelistet und hier eben
die Credits zu den Tracks. So sieht dann die CD aus, hellgrau gehalten. Dann mit dabei ein Aufnäher in Kreisform. Auch hier wieder das Maskottchen abgebildet. Rückseite, also hier rundherum weiß. Kann man sie entsprechend auf die Kleidung aufbügeln oder an den Rucksack, wo auch immer man dieses Maskottchen hier mit sich tragen möchte. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und eine Besonderheit an diesem Shirt war, wir sehen es hier, mein Plastikbeutel hier wurde mit Größe M beschriftet. Das gab es, soweit ich weiß, in zwei verschiedenen Größen. Und zwar konnte man dieses Shirt auswählen, entweder in Größe M oder L. Ich habe mich in dem Fall für M entschieden. Wir haben hier ein weißes Shirt, auch hier wieder mit dem Epic drauf. Ansonsten ja nichts weiter zu sehen. Neckprint haben wir auch keinen. Und hier innen haben wir dann nochmal dieses Logo und darunter lesen wir Size M. Okay, nachdem hier jetzt kein Etikett drin ist, schauen wir mal. Jawohl, hier haben wir eins. Und zwar lesen wir hier 100% Baumwolle und das ist recht ungewöhnlich, gerade bei solchen Boxshirts, Made in Italy. Das sieht man echt selten bis gar nie. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Shirt nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit diesem grauen Ape Crime Aufdruck im Brustbereich. Das Logo an sich gefällt mir, zum ehrlich zu sein, nicht ganz so sehr. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mit so einem Shirt rumrennen. Allerdings von der Qualität des Shirts und auch der Aufdruck, der macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und rein qualitativ kann man da auf jeden Fall nichts sagen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M, wie gesagt M oder L, das war frei auszuwählen. Dann dieser Aufnäher hier, kreisrund, die Instrumentals in der Papphülle und natürlich das Album an sich im Standard Jewel Case inklusive 13 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Affenbande von Ape Crime. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ape Crime unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.